Sex sells. Dieser albanische Fernsehsender hat das alte Showbiz-Motto verstanden. Um die Quote seiner Nachrichtensendungen zu steigern, setzt der Sender Zja TV auf offenherzige Dekolletés. Und das funktioniert. Die Quote steigt. Gerade sorgte der Star des heißen News-Programms Enki Brakay aber für einen Skandal. Sie posierte für den Playboy. Für das überwiegend muslimisch geprägte Land war das dann doch zu viel. Brakay wurde entlassen. Kein Grund für den Sender, auf die tiefen Einblicke zu verzichten. Jetzt darf Greta Hoxha ihre Vorzüge gemeinsam mit den Nachrichten im Rampenlicht präsentieren. Auch sie verzichtet bei der Arbeit auf einen BH oder eine Bluse. Ihr Argument: Bei ihr bekommen die Zuschauer die nackte Wahrheit.